Herzlich willkommen zu Video Nummer 2. Erstes Video war Unboxing und Aufbauen von der CNC-Fräse. Jetzt steht sie hier im Keller, wo sie niemanden stört. Und in diesem Video geht es eigentlich nur darum, wie die CNC-Maschine jetzt steht, wie sie funktioniert und wie ich vom Computer Programme starten kann, die ich dann an den Controller schicke und wie sich die CNC-Maschine dann bewegt. Aber zuerst schauen wir uns mal das gesamte Setup nochmal im Ganzen an. So ist die ganze CNC-Fräse jetzt aufgestellt. Wir haben einen insgesamten Verfahrweg von 40 cm in X, 30 cm in Y und 11 cm in Z. Wenn wir uns die Spindel mal von vorne anschauen, sehen wir hier den Lüfter und hier sehen wir einen Fräser eingespannt. Das heißt, das ist auch unsere Z-Achse. Man kann die, wenn man den Motor per Hand verdreht, kann man sehen, wie sich die Spindel nach unten bewegt und dementsprechend auch wieder nach oben. In die X-Richtung haben wir auch wieder nur einen Motor. Das heißt, wenn ich hier drehe, sehe ich, wie die Spindel sich nach rechts bewegt und dementsprechend auch zurückdreht. Für die Verschiebung in die Y-Richtung, also in diese Richtung, gibt es zwei Motoren. Einer ist hier und der andere ist da. Deswegen kann man die auch nicht per Hand hin und her verschieben, weil man müsste dann beide gleichzeitig drehen. Wenn wir uns einmal den Controller anschauen, habe ich den hier daneben gestellt. Wir sehen hier die einzelnen Anschlüsse, das heißt, wir haben X-Motor, Y1 und 2 und den Z-Motor. Hier haben wir drunter die Kabel zu der Spindel und dann dementsprechend hier noch die X, Y und Z Limit Switches. Die Limit Switches sind diese Switches, die dafür sorgen, dass falls die Maschine sich zu weit nach oben bewegt, dass sie nicht irgendwann sich selber kaputt macht. Also einmal nach oben und dementsprechend auch einmal nach unten kann sie sich hier stoppen. Genau das gleiche gibt es auch auf der Y-Achse. Und wenn man hinter die Spindel schaut, sieht man hier auch die Limit Switches links und rechts für die Y-Achse. Wenn man sich einmal den Controller anschaut, sehen wir hier erstmal das Not aus. Dann haben wir den Spindle Override, dann haben wir einen Reset, einen Pause und einen Resume-Knopf. Und hier hätte man noch rein theoretisch Anschlüsse für einen Offline-Controller, einen USB-Anschluss an den Computer und noch einen Laser. Den Online-Controller habe ich, kommt in einem anderen Video und wir werden uns erstmal mit dem USB-Anschluss befassen. Nachdem man die CNC-Maschine aufgebaut hat, sind noch relativ viele Teile übrig. Zum einen haben wir hier noch eine Fassung, denn anstatt der Spindel kann man einen Fräser verwenden, also eine, so gesagt, eine Handfräsmaschine. Und da die ein bisschen größer ist als die Fräse, kann man also die Spindel an sich, kann man die austauschen und das benutzen. Danach gibt es noch einfach weitere Materialien, die man testen kann. Es gibt Kabel, es gibt viele übrige Schrauben als Ersatz und das war es im Endeffekt. In der Anleitung steht sehr, sehr gut beschrieben, wie man die Maschine zum Laufen bekommt. Denn auf dem USB-Stick, der mitgeliefert wird, ist hier, auf dem USB-Stick, der mitgeliefert wird, ist schon das Programm vorhanden, der Candle Controller. Den werden wir nicht benutzen, wir benutzen den Universal G-Code Sender. Aber es ist relativ klar und deutlich formuliert, wie man die Maschine anschließt, wie man die CNC an den Computer anschließt und wie man das erste Programm auswählt und dann dementsprechend abfährt. Ich will das Ganze jetzt mal zeigen, wie man die überhaupt per Hand ansteuern kann. Und dafür brauche ich ein Laptop. In dem Fall ist es ein MacBook. Auf Windows geht es genauso gut. Und dann springen wir gleich über zur Bildschirmaufnahme und ich zeige euch, wie man diese Maschine überhaupt benutzt. Hier nochmal gezeigt, neben dem Anschluss für den Offline-Controller kommt der USB-Stick, oder nicht der USB-Stick, sondern das USB-Kabel rein, was wir dann an den Laptop anschließen. Für den Anschluss an einen, sagen wir mal, modernen Computer braucht man einen Dongle, weil er kommt nur mit USB und MacBook hat leider nur USB-C. Das heißt, wir haben es angeschlossen, aber ich schließe es noch nicht an. Ich öffne jetzt erstmal den Universal G-Code Sender und wir schauen uns, wie das Ganze aussieht, bevor wir die Maschine angeschlossen haben. Das heißt,
Der Universal G-Code Center lädt seine ganzen Module und am Ende sieht das Ganze so ungefähr aus. Auf der linken Seite haben wir eine Toolbox, wir haben Makros, wir haben eine Konsole und wir haben ein Modul, mit dem wir die XYZ-Position bestimmen können. In der Mitte haben wir unsere Koordinaten von unserem TCP, also unserem Tool Center Point, der Spitze der Spindel. Und wir haben einen Jog-Controller, wo wir die Spindel hin und her bewegen können. Und auf der ganz rechten Seite sehen wir einmal einfach die Position von unserer Spindel und wenn wir einen G-Code geladen haben, auch den Weg, den es schon abgefahren hat und den Weg, den es noch abfahren wird. Das werden wir nachher sehen. Also jetzt schließen wir das Kabel an den Laptop an und drücken hier oben dann auf Connect. Das heißt, hier muss man den Gerbil Controller aussuchen, den Port. Bei mir gibt es relativ viele, aber ich nehme den USB. Das ist eigentlich alles voreingestellt und dann muss man einfach nur auf Connect und Disconnect Controller. Und dann hat sich der Controller schon mit dem Laptop verbunden. Das funktioniert aber nur, wenn der Notaus entriegelt ist. Jetzt haben wir also eine Verbindung hergestellt und wir sehen, dass wir einen Alarm haben. Das erste, was wir machen müssen, ist ein Unlock und dann nochmal einen Restart von unseren von den ganzen Motoren, damit wir in der Konsole hier alles wieder auf Null haben. Das heißt, wir hatten hier einen Unlock, den haben wir gemacht und jetzt sehen wir, alles ist okay. Also, versuchen wir erstmal die Maschine ein bisschen zu verschieben. Dafür Aufmerksamkeit auf die CNC. Das heißt, mit dem mittleren Bereich kann ich erstmal einstellen, wie weit möchte ich denn verfahren in XY. Dann kann ich sagen, wie weit möchte ich verfahren in Z und ABC und die Feed Rate, also wie schnell möchte ich mich bewegen. Wir sagen erstmal 500 und die Einheit ist Millimeter pro Minute. Und jetzt sagen wir, wir wollen ein bisschen näher an uns rankommen, das heißt Y negativ. Dann drücken wir einfach auf Y negativ. Und wir sehen, wie sich die ganze Maschine verschoben hat. Das gleiche können wir mit ein bisschen schneller machen, mit 1000 und jetzt in X plus. Genau das gleiche können wir in Z plus und Z minus machen. Das heißt, wir können die Spindel nach unten bewegen und wir können die Spindel auch nach oben bewegen. Falls es dazu kommt, dass ein Limit Switch berührt wird, wir können dieses Szenario einmal simulieren. Das heißt, dieser Teil trifft auf den Limit Switch und löst einen Alarm aus. Das heißt, die Maschine ist abgeschaltet, damit sie sich selber nicht kaputt macht. Das heißt, hier machen wir nochmal genau das gleiche. Oder wir können die Konsole einmal anschauen. Wir sehen das Unexpected Error. Part Limit Triggered. So, dann machen wir erstmal ein Unlock und Reset. Reset, Unlock. Ein paar Mal hin und her klicken und dann sehen wir, dass alles okay ist. In unserer Toolbox gibt es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Home und Machine, Reset Zero, Return to Zero und so weiter und so fort. Wir schauen uns erstmal heute nur das Home Machine an. Das heißt, wir sagen der Maschine, beweg dich bitte wieder auf deine Hausposition, also auf deine Ursprungsposition, die wir ihr vorgeben können. Das heißt, wir drücken auf Home Machine. Die Maschine bewegt sich wieder in die hintere linke Ecke, weil das die Ursprungsposition von der Maschine ist. Dann gibt es noch weitere Optionen, wie zum Beispiel Reset Zero. Und wir sehen, dass wir jetzt alle Koordinaten auf 0 gesetzt haben. Das heißt, die Maschine denkt, dass das Ursprungskoordinatensystem an diesen Punkt entspringt. Wenn wir die jetzt nochmal um 100 mm nach rechts verschieben, sehen wir, wie sich die Zahl bis an die 100 weiter bewegt. Genau das gleiche können wir dann auch mit Y machen.
und dementsprechend auch in Z. Und an jeder Position können wir ihr sagen, setze diese Position, die du jetzt eingenommen hast, wieder als Nullpunkt. Dann, wenn wir diese von dieser Position wegfahren, können wir ihr auch sagen, return to zero. Das heißt, fahr wieder auf deinen ursprünglichen Nullpunkt zurück. Genau, das ging viel, viel schneller. Das heißt, wir können auch bei unserem Feed bis, soweit ich weiß, an 2000 hochgehen. Und wir können das mal testen. Genau, wir fahren jetzt viel, viel schneller, als wir davor verfahren sind. Ganz wichtig, hier gibt es auch noch sehr kritische Knöpfe, sagen wir mal. Das sind die diagonalen Knöpfe. Das heißt, wir können auch diagonal verfahren in X- und Y-Richtung gleichzeitig. Wir testen es einmal. Bei solchen Operationen, wenn man das manuell betätigt, ist es mir sehr oft passiert, dass man sich verklickt und aus Versehen anstatt X plus drückt, sich diagonal bewegt und das zerstört einem natürlich dementsprechend das ganze Werkstück. Fahren wir wieder auf die gesetzte Nullposition zurück. Genau. Jetzt gibt es noch bestimmte Makros. Also wir haben gesehen, dass wir in der Toolbox können wir sagen, wir setzen einen allgemeinen Nullpunkt oder wir können sogar sagen, die manuell programmiert wurden, also von mir, dass wir ein XY auf 00 setzen, nur das Z auf 00 setzen, die Spindel anmachen oder die Spindel ausmachen. Testen wir erstmal, die Spindel anzumachen. Und danach auch die Spindel auszumachen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, per Hand diese Makros zu ändern. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel G92, X0, Y0, das heißt G92 ist setze X auf 0 und Y0, M3 ist Spindel anmachen und M5 ist Spindel aufmachen, ausmachen und S12000 ist Drehzahl von 12.000. Wir können das mal auch auf 15.000 hochdrehen, aber da die Spindel nur bis zu 12.000 hochgeht, sollte eigentlich nur bis 12.000 hochgedreht werden oder nichts passieren. Genau, ob das jetzt 12.000 oder 15.000 waren, das weiß ich nicht, aber vielleicht können wir das irgendwann mal testen. Das heißt, jetzt wissen wir ungefähr, wie wir diese Maschine bedienen können. Wir können sie verschieben und wir können Spindel anmachen, wir können XY auf 0 setzen, wir können sie nach Hause schicken, durch Return Home und wir können bei den Makros allgemein die Nullpunkte setzen und die zurück auf den Nullpunkt schicken. Schauen wir uns jetzt erstmal ein Tool an, und zwar die Pro. Das heißt, wir wollen natürlich sagen, wo befindet sich denn unser Koordinatensystem? Und da wir nicht immer mit der Spindel, also mit der Spitze an unser Werkstück ranfahren wollen, gibt es die Möglichkeit, diese Probe zu verwenden. Für diese Probe gibt es hier ein Probe-Module. Das heißt, wir können erstmal sagen, dass wir die Probe für unser Z testen wollen. Das heißt, hier haben wir, wir setzen diesen Boppel unter die Spindel und klemmen das an die Fräse. Diese Fräse wird sich nach unten bewegen und sobald sie weiß, dass der Kontakt, also der Stromkreislauf, geschlossen wurde, weiß es, okay, jetzt bin ich genau die Höhe von diesem Stopfen über unserem Werkstück. Wir machen das einmal zur Sicherheit ohne. Das heißt, wir drücken auf Probe Zero. Die Spindel bewegt sich langsam nach unten. Irgendwann wird der Kontakt geschlossen. Dann fährt sie nach oben und jetzt fährt sie nochmal ganz langsam nach unten. Und irgendwann trifft sie wieder auf den Stopfen. Und wir haben gesehen, dass wir hier unser Z verändert haben. Denn wir befinden uns jetzt 1,6 mm über dem
Nullpunkt. Das heißt, jetzt können wir es mal wirklich testen, damit es ein bisschen schneller geht. Verschiebe ich das Ganze. So, jetzt wird es gefährlich. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Genau, wir haben noch genug Abstand. Jetzt drücken wir auf Proben 0Z. Wir bewegen uns nach unten, schließen den Kontakt und jetzt bewegen wir uns ganz langsam nach oben. Hier könnte man das noch ein bisschen verändern. Wir drücken mal auf Abbrechen oben. Wir bewegen uns 10 nach oben, aber wir können auch einfach sagen, wir bewegen uns nur 3 mm nach oben. Das heißt, wir drücken wieder Probe. Nochmal. Error, das war nicht genug. Wir sind also 3 mm verfahren und haben noch nicht die Probe getroffen. Das ist so ein Schutzmechanismus. Das heißt, wir machen es nochmal. Das war wieder nicht genug. Wir machen also wieder nochmal Soft Reset Unlock. Probe. Ah, das hat wohl nicht funktioniert. Da müssen wir nochmal in den Settings nachschauen. Hier sehen wir den Retract Amount. Den hätte ich ändern müssen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir drücken nochmal Reset Unlock. Jetzt gehen wir also, hier haben wir unseren Durchmesser, Feed Rate und Retract Amount machen wir nur 2 mm. Das heißt, wir gehen wieder zu Z, drücken Probe, gehen 2 mm nach oben diesmal und setzen gleich also unseren Nullpunkt auf die Dicke von unserem Stopfen. Genau, und dann sehen wir also, hier haben wir unseren Retract Amount, unseren Endmill Diameter, Feed Rate und alles, was wir einschließen können. In dem Fall war es so, dass wir sehen, dass die Touchplate, also diese Probe, dieser Stopfen, den haben wir gesagt, dass der eine Dicke von 0 hat. Aber eigentlich hat er eine Dicke, soweit ich weiß, wir können das einmal ausmessen, von 21 oder 23 mm. Na, es sind sogar genau 20. 20 mm. Das heißt, wir setzen diese Dicke auf 21 und machen genau den gleichen Spaß nochmal. Das heißt, wir setzen die Probe an. Drücken auf Probe and Zero Z. Machen den ganzen Spaß nochmal und wissen, okay, jetzt haben wir die Höhe von der Spindel genau ausgerichtet auf unsere Baseplate. Wir sehen also, jetzt haben wir eine Höhe von 21,5. Das heißt, wenn wir Z nach unten fahren, sollte die Spitze von unserer Fräse genau die Baseplate berühren. Schauen wir uns das einmal genauer an. Wir fahren mal ein bisschen nach vorne. Und jetzt sollten wir, wenn wir sagen wir mal Step Size nur 5, jetzt befinden wir uns nur noch 1,5 mm über der Plate. Das heißt, wir machen 1 mm hier, drücken wieder Z nach unten. Und wir sehen, wenn man sich das ganz genau anschaut, schauen wir mal mit der Kamera hin. Wir befinden uns ganz knapp über dem Z0. Das heißt, wir wissen, dass unser Z0 genau gesetzt wurde. Uns fehlten noch ein halber Millimeter und dann sind wir genau auf der Platte angekommen. Das heißt, jetzt wissen wir schon mal, wie wir X, Y und Z auf 0 setzen können. Jetzt wollen wir natürlich ein Programm abfahren, weil jetzt haben wir viel damit rumgemacht. Jetzt wollen wir wirklich einen G-Code mal abfahren. Und dafür habe ich ein Bauteil vorbereitet. Hier haben wir im Endeffekt nur ein kleines Pocket, was wir ausfahren oder rausfräsen. Wir haben eine
kleine Bohrung, sagen wir mal, ein so ein organisches Geschehen und ein Sechseck. Und diesen Code wollen wir jetzt einmal abfahren. Ich habe den schon einmal exportiert. Wir können ihn sogar in Fusion 360 einmal mit der Maschine simulieren, wie das aussehen wird, damit wir wissen, worauf wir uns denn einlassen. Wir drücken auf Start und sehen, okay, zuerst machen wir die Bohrung, danach machen wir unser Pocket. Nein, dann machen wir nicht das Pocket. Danach machen wir das Sechseck. Wir können ein bisschen schneller machen. Danach machen wir die Pocket und danach machen wir das organische Gedülster. Das heißt, in unserem G-Code öffnen wir jetzt einen G-Code-File. Den haben wir auf Desktops. Und zwar Test.nc. Alles wird geladen und wir sehen auch, wie unser G-Code abfahren wird. Das heißt, wir sehen hier das Koordinatensystem x0, y0, z0. Wir schieben das Ganze nach rechts. Und wir sehen, wie wir das abfahren. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir natürlich unser Koordinatensystem so setzen, dass es für unser Programm passt. Weil wenn das Koordinatensystem falsch ist und unser Werkstück nicht an dem Koordinatensystem anliegt, dann wird einfach nur entweder Luft gefräst oder wir hauen die Maschine in unser Werkstück rein und es geht was kaputt. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder nach oben. Und zwar x plus plus. Ein bisschen zurück. Und zwar für unser Fräsobjekt, was wir jetzt fräsen werden, habe ich einfach mal ein ganz normales Stück Holz. Und dieses Stück Holz werden wir erstmal mit an der Maschine, sagen wir mal so, befestigen. Um unser Stück Holz an der Maschine zu befestigen, gibt es diese Spannklemmen. Es gibt da einen ganz bestimmten Weg, wie man es richtig macht, den kenne ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich es immer auf meine eigene Weise. Und zwar haben wir hier, tun wir einmal die rein. Und auf dieser Seite stecken wir, oder machen sie ein bisschen weiter hinter. Weil es mit der Hand immer sehr langsam geht, mache ich es normalerweise immer mit einem Akkubohrer, aber der ist gerade nicht im Einsatz. Deswegen machen wir das jetzt einfach erstmal handfest. Ja, das ist ein bisschen verdreht, also nehmen wir doch Werkzeug dafür. Das heißt, jetzt haben wir unser Werkstück festgeklemmt und es sitzt fest auf der Maschine verankert. Jetzt müssen wir natürlich sicher gehen, dass das, was wir draufgeklemmt haben, überhaupt für unseren G-Code ausreicht. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, dass wir 99 mm nach rechts, also in X plus, und 40 in Y Richtung uns verschieben. Das heißt, wir schauen, 10 cm reicht bis hier und dementsprechend auch nach oben. Wir haben also völlig genug Platz. Jetzt müssen wir, da wir hier sehen, Exit Simulation, da wir hier sehen, dass unser Koordinatensystem an der linken Ecke befestigt ist, müssen wir dorthin jetzt unseren Fräser verschieben und ihn hierhin positionieren. Das heißt, wir fahren erstmal Y plus, Y minus, Entschuldigung. Dann setzen wir ein bisschen kleiner. Genau, jetzt sagen wir einfach mal, hier ist unser X und Y 0. Das heißt, wir können auf diese Makros gehen und sagen, wir
X und Y drücken wir jetzt hiermit auf 0. Das heißt, wir sehen, hier hat sich 0 und 0 geändert. Jetzt können wir es ein bisschen verschieben. Und jetzt benutzen wir wieder unsere Probe. Das heißt, wir drücken wieder auf Probe Module, Probe in 0Z. Da hat es wieder nicht ganz gereicht. Das heißt, wir müssen auf Reset Unlock. Und wir sehen, dass wir in solchen Fällen unsere Maße verlieren. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie man das macht, damit es nicht funktioniert, aber wir haben hier unsere Maße verloren. Das heißt, wir drücken erstmal nochmal Probe in 0Z. Das funktioniert. Und danach verschieben wir jetzt wieder an X0 und Y0, so wie wir das wollen. Perfekt. Und weg damit. Wir können auch rein theoretisch X, Y und Z annullieren. Oder nur X, Y. Aber dafür braucht man andere Eckenaufsätze und dazu reicht so eine einfache Probe nicht aus. Das heißt, wir gehen wieder zu den Makros, wir verschieben unser X und Y und wir sagen, okay, wir können noch einmal nach unten fahren. Genau, wir sagen, okay, das passt jetzt für uns. Wir sagen, wir sind auf X und Y 0 und wir sind auf XY 0 und Z ist bei uns 0,2 mm. Jetzt fahren wir unser Z noch einmal nach oben. Noch einmal nach oben. Und jetzt ist eigentlich alles schon dafür bereit. Wir haben den Notaus entriegelt. Wir haben unser Werkstück eingespannt. Wir haben unseren Nullpunkt auf die richtige Position gesetzt. Und alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist einfach nur auf Start zu drücken und das Programm auszuführen. Schauen wir uns mal an, wie es abläuft, wenn wir jetzt einfach Start drücken. So einfach ist es. Das Video ist schon viel zu lang dafür, dass es eigentlich nur eine kurze Einleitung sein sollte, zu was man eigentlich damit machen kann. Schicken wir die Maschine mal wieder auf die Home Position und schauen uns an, was denn eigentlich für ein Bauteil jetzt rausgekommen ist und ob das überhaupt gut aussieht und es so aussieht, wie wir es uns vorgestellt haben. Wie man sieht, ist Holz immer eine sehr, sehr staubige Angelegenheit, deswegen ist es immer sinnvoll, eine Staubsauger dabei zu haben, um das alles mal zu säubern. Und wir sehen, dass wir genau die Form rausbekommen haben, die wir erwartet haben. Die Konturen sind an manchen Stellen sehr, sehr gut. An manchen Stellen, wie zum Beispiel hier, sind sie ein bisschen wackelig, aber das hängt eigentlich hauptsächlich nicht von der CNC-Maschine ab, weil die ist für Holz ausreichend steif genug. Der Bohrer, der Fräser, den ich verwendet habe, der war sehr, sehr stumpf, weil ich mit dem schon Aluminium versucht habe zu fräsen und dementsprechend ist er nicht mehr so scharf. Aber man sieht, dass die Kanten in dem Fall bei einfach so Spanholzplatten
gar keinen Nachschliff brauchen. Das heißt, wenn man bestimmte Schilder macht und die dann einfach übermalt, ist es für sowas perfekt ausreichend. Das war es jetzt schon zum Video. Ein relativ langes Video ist es geworden. Wir haben die Basic-Funktion ausprobiert, wie die CNC-Maschine jetzt bei mir steht, wie ich sie ansprechen kann mit dem Universal G-Code Sender, die einzelnen Makros durchgegangen und dann auch wirklich bis zum Durchführen des Ausführen von dem ersten G-Code. In den nächsten Videos werden wir uns mehr mit den Makros beschäftigen. Wir werden den Offline-Controller anschauen. Und wir werden schauen, was für andere Funktionen noch zum Beispiel auf dem Controller sind. Was ist, wenn man pausiert, wenn man abbricht, wenn Limit-Switches gedrückt werden. Wie kann man ein Programm neu starten, wenn es abgebrochen ist und so weiter und so fort. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Funktionen von der Fräse, zu Funktionen vom G-Code Sender, zu Funktionen von der Steuerung, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.